Revolutionen, Tyrannen und Kriege. Wer steckt denn eigentlich dahinter? Worum geht's? Ich möchte heute Abend mal so ein geschwind durch die Geschichte jagen mit ein paar Zitaten, damit das nicht ich sage, sondern andere sagen. Das ist immer wichtig, dass wir uns da nicht groß tun. Also die Freimaurer, die in der USA als Freimaurer bekannt sind, und hier sind viele Unterlagen darüber, da braucht man nicht drüber diskutieren. Bill Clinton ist 33, Newt Gingrich, Bob Dole, Jack Kemp, Storm Thurmond, Colin Powell, Jesse Helms, Barry Goldwater, Al Gore und. Viele. Und alle, die Präsidenten waren, Barry Goldwater und so weiter, Colin Powell, alles Freimaurer. Liste nach Liste nach Liste. Wenn ihr noch ein paar in Europa haben wollt, sogar Yasser Arafat ist 33 Grad, Ronald Reagan, Michael Gorbatschow, Helmut Kohl, Shimon Peres, François Mitterrand, Yitzhak Rabin, Willy Brandt, Gerald Ford, Karl Marx, Frederick Engels, Roosevelt, Winston Churchill und so weiter und so weiter. Und da ist die Liste. Kissinger, Hoover, Cecil Rhodes, Aleister Crowley. Eine ganz interessante. Billy Graham. Alle sind sie drauf. Lord David Owen, Plato, Jimmy Carter. Naja, wie lang braucht man die Liste noch? Königin Elisabeth ist die Königin des 300 Bilderberger Komitees. Sie ist eines der höchsten da in diesem Mittelpunkt. Und noch ein paar interessante. Hillary Clinton ist Six Degree Grand Dame. Darüber werden wir in den nächsten mehr reden. Otto von Habsburg, die Bushes natürlich, sind nicht nur Freimaurer, sondern Illuminaten, Skull and Bones und so weiter. Die Illuminaten-Mitglieder so nebenbei ist Jacob Astor, McGeorge Bundy, Andrew Carnegie, Walter Freeman, Harriman, Ted Kennedy, Rockefeller Senior, David Rockefeller, Lee Teng Huey und alle möglichen. Wir brauchen sie nicht alle nennen. Gut, aber die sind stolz drauf sogar. Hier sehen wir Präsident Eisenhower, der Hoover hier verehrt als mit dem 33 Grad Grand Cross bei einer Zeremonie im Weißen Haus. 33. Grad. Also diese hohen Freimaurer regieren nicht nur in Europa, sie regieren überall. Hier habe ich das Glück gehabt, dass ich in einer Freimaurerloge hineinschlüpfen konnte mit einer großen Gruppe. Meine Frau war dabei. Sie hat da geredet mit einem, derweil ich schnell alle die Freimaurerpräsidenten fotografiert habe an der Mauer. Zack, zack, zack. Und dann sind wir wieder rausgelaufen. Da sind sie alle. Alle angebracht als 33 Grad Freimaurer. Die letzten tun sie nie drauf. In ein paar Jahren sind die dann auch dabei. Wenn wir die Dollarnote betrachten, all die Freimaurersignale sind da drauf. Hier ist das Spinnengewebe, Symbol Luzifers. Das Dreieck mit den 13 Graden, haben wir ja schon besprochen. Das Auge. Und die Symbole sind eigentlich recht interessant. Annuit Captus, Novus Ordo Seclorum. Ein neues Zeitalter. Er, Gott, bringt ein neues Zeitalter, eine neue Weltordnung. 13 Stufen der Freimaurerei. Die Buchstaben, die den Hexagramm machen, sind A, S, N, O, M. Wenn wir die zusammenlegen, ist es Mason, Mason. An der anderen Seite haben wir diese Symbole. Und wenn wir die Buchstaben auf der Dinge, worauf sie zeigen, so wie die Arrow ist ein A und so weiter, dann haben wir Alto. Das ist auch ein Geheimwort und ist in vielen Worten in Amerika eingebaut, Arlington, ach und so weiter, brauchen nicht alles besprechen. Dann auch ihr Symbol natürlich, in der Ecke oben, die Eule. Gestern oder vorgestern, ich kann mich nicht mehr entsinnen, haben wir ein Video gezeigt, wie in The Bohemian Grove die große Eule angebetet wird. Diese Eule sieht im Dunkeln, diese Eule gibt Weisheit. Diese Eule war schon immer ein Symbol der Dunkelheit und der Weisheit. In allen Märchen ist sie das Symbol der Weisheit. Es steht für Lucifer. Und somit haben wir auch auf der Dollarnote einen Mikropunkt, den wir sehr groß machen müssen. Dann sehen wir, es ist eine Eule, die da angebracht wird in diesem kleinen Mac der Dollarnote.
Und die Eule war schon immer auf den Münzen der Vergangenheit im Verband mit diesen Gottheiten. Hier haben wir Athene mit der Eule auf der Münze. Anuit Köptes, Novus Ordo Seclorum, ein neues Zeitalter, das Spinnengewebe, ganz interessant. Gut, hier sieht man eine bestimmte Schleife und die hat auch etwas mit Jupiter, dem Gott des Todes, zu tun. Hier ist sie in der katholischen Kirche und genau die gleiche Schleife sehen wir da, da ist sie, mit dem Totenkopf, dem Schädel zusammen. Also dieses Symbol der Freimaurerei, hier ist so viel drin, da brauchen wir gar nicht überreden eigentlich. Da ist das Hexagramm mit 13 Pentagramme, da sind 9 Federn, 13 Pfeiler und die Worte da, e plurium unum, aus vielen einem, wir werden wieder ein Babylon formen und das Auge Luzifer auf den 13 Stufen. Somit die Symbole auf der Dollarnote. Hier ist ein Zitat und das kommt von Roma Papale in 1865 und es sagt, dann, was ist das Ziel der Jesuiten? Suchen sie die Ehre Gottes? Aber wenn wir die Fakten untersuchen, dann werden wir sehen, dass sie universales Dominion, Beherrschung suchen. Sie wollen eine Weltregierung, die unter dem Papst dann endgültig ist. Und die Jesuiten sind unentbehrlich für den Papst. Dann ist hier weiter in diesem Zitat steht geschrieben, sie haben sich unentbehrlich gemacht zu den regierenden Mächten und halten Revolutionen in ihrer Hand. Es sind sie, die die Welt regieren. Ich habe viele solche Zitate von hohen Persönlichkeiten, wir werden gleich sehen, Präsidenten, Könige, alle möglichen haben das Gleiche gesagt. Ein Jahrhundert der Revolutionen. Wenn wir schauen in den letzten 100, 200 Jahren, was hier auf Erden geschah, so viel Blut, so viel Leid. 1776 die amerikanische Revolution, kurz danach die französische Revolution, die spanische Revolution, die polnische Revolution, die deutsche Revolution 1848, die italienische Revolution 1917, die russische Revolution, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Das ging ja rum in den letzten Jahren. Und was ist das Ziel all dieser Revolutionen? 1717, gerade wenn alle diese Revolutionen eigentlich anfangen, kommen die Großlogen. Masonic Grand Lodge in England wird gegründet. Die erste in Frankreich wird gegründet. Benjamin Franklin von den Amerikanern wird eingeweiht als Freimaurer. Die römische katholische Kirche verbannt die Freimaurerei 1738. Jetzt müsst ihr das wieder im deklektischen Sinne verstehen. Sie verbannen es nicht wirklich, sie sind diejenigen, die dahinter stecken. Aber damit sie nicht entdeckt werden, verbannen sie es für Katholiken. Dann haben sie die Macht über diese protestantische Organisation, derweil die hohen Freimaurer alle in der katholischen Kirche sind. Und im Vatikan gab es mehrere Logen und die Kardinale waren alle Mitglied, auch während der Verbannungszeit. Sir Francis Dashwood und Benjamin Franklin kommen zusammen. Und England wird besucht und dann werden die Riten des 33. Grades hier von Friedrich dem Großen, von Preußen zusammengestellt. 1770, Benjamin Franklin wird Großmeister der Loge in Paris. 1771, Grand Orient Masonry, das ist die Orient-Loge in Frankreich wird gegründet. Von da aus wird eigentlich Europa regiert und was da passieren soll. 76 Illuminati, 78 der Geheime Kreis und so weiter. Und dann kommen die Revolutionen. Kurz danach fangen die Revolutionen an und wir können ja sehen, was dahinter steckt. In 1816 John Adams schreibt an Präsident Jefferson und er sagt,
Wir werden Schwärme haben, regelmäßige Schwärme in vielen Verkleidungen, wie nur ein König der Zigeuner es sich aneignen kann. Sie kommen als Maler, als Veröffentlicher, als Schreiber, als Lehrer. Und sie werden, das sind Männer, über die die ewige Verdammnis und die Hölle verbreitet ist, wartet auf sie. Diese Society of Loyola, die Jesuiten. Sie haben schon gewusst, wer steckt hinter all diesen Kriegen. Samuel Morse hat das Gleiche gesagt, das haben wir ja schon gesehen. Attempting to accomplish his object through an agency of an army of Jesuits. Die großen Könige in dieser Verschwörung, die europäischen katholischen regierenden Mächte, die den Protestantismus umwerfen wollten. Präsident Abraham Lincoln, er sagt, die Protestanten vom Norden und dem Süden würden sicherlich sich zusammenstellen, um diese Priester und die Jesuiten und die Nonnen und die Mönche und alle diese, die täglich zu unserem Land hinkommen, um sie zu vernichten, wenn sie eigentlich wüssten, was dahinter steckt. Sie sind nichts anderes als Emissaries, das sind Gesandte des Papstes und Napoleons den III. Und andere Despoten Europas. Und sie wollen nur unterminen unsere Institute und so weiter und so weiter. So wie sie schon gemacht haben in Irland, in Mexiko und in Spanien und in anderen Ländern. Die Präsidenten haben schon gewusst, wer steckt hinter all diesen Kriegen. Er schreibt weiter, dieser Krieg, die Revolution in Amerika, wäre überhaupt nicht möglich gewesen, wenn es nicht für das Papsttum werden würde. Und das Land liegt rot vom Blut. Also jetzt wollen wir mal sehen, wie diese Kriege geplant wurden und was vorhergesagt wurde. Im Januar 22, 1870, ist da ein Brief, der Mazzini schrieb an Albert Pike. Das ist der General, der auch die schottische Rite leitete. Und er sagte, wir müssen einen Superritus herbeibringen, wo die Freimaurer der hohen Grade, also von 30 hoch, die eingeweihte Luziferier sind, die im strengsten geheim werden und wir werden das ganze Freimaurertum beherrschen und wir werden einen internationalen Zentrum haben und wir werden so mächtig sein, weil keiner weiß, in welcher Richtung wir uns bewegen. Es ist ein totales Geheimnis. Also sie wollen die Welt regieren. Hinter ihnen stecken natürlich die Jesuiten, die Gründer dieses Ordens. Und dann, das ist eigentlich eine ganz interessante Sache. Im August 1871 schreibt Albert Pike einen Brief an Mazzini, in dem er den Plan auslegt, für was in dieser Welt passieren muss, welche Kriege kommen müssen, bis wir endgültig diese eine Weltregierung haben und den Protestantismus endgültig vernichtet haben. Toll, das ist ein Krieg gegen Christus. Kriege auf dieser Welt sind Kriege gegen Christus und gegen Christi Folger. Und alle, die sich gegen dieses System stellen, ob sie von der anderen Seite sind oder ob sie Protestanten sind, sind mit eingeschlossen. Keiner darf sich gegen das System stellen. Jetzt, da ich habe viele Zitate hier aufgezeichnet, es gibt viele Quellen dafür. Hier unten stehen Quellen, es gibt noch Quellen, damit man nicht denkt, das ist nur ein einziges Zitat, da gibt es viele. Er sagt unter anderem, der Erste Weltkrieg, der wurde geplant, das war schon in 1871, da gab es keinen Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg ist da, wird geplant, um die Macht des Zars von Russland, der die orthodoxe Kirche behütete, umzuschmeißen, um ein atheistischen, kommunistischen Staat zu gründen. Das ist ja interessant. 1871. Genauso ist es passiert im Ersten Weltkrieg. 1917, danach kam
die bolschewistische Revolution und der Kommunismus und der Atheismus kam ans Ruder. Dann soll ein zweiter Weltkrieg kommen. Und der soll entstehen zwischen England und Deutschland. Ist das nicht interessant? Woher geplant? Der Grund, warum er geplant werden muss, ist, um den Kommunismus als Antithese zu der judeo-christlichen Kultur darzustellen. Also das ist hegelisches Denken. Wir brauchen eine Antithese und wir brauchen eine These. Und dann einen zionistischen Staat in Israel zu gründen. Was ist passiert nach dem Zweiten Weltkrieg? Genau das ist passiert. Und dann einen Dritten Weltkrieg. Den haben wir ja noch nicht, aber es sieht ja interessant aus, was in der Welt passiert. Der soll im Mittelosten passieren und es soll ein Krieg sein zwischen dem Judentum und dem Islam, der sich in der ganzen Welt verbreitet. Ist das nicht interessant? 1871. Ein Zitat nach dem anderen. Da ist noch eins, wenn man es nicht glauben will, da steht genau das Gleiche. Ich lasse das nur, dass Leute das abblenden können von dem Video. Und dieser Krieg zwischen den Moslems und den Juden, der soll endgültig dieses Armageddon hereinführen. Albert Pike erklärt dann das noch ein bisschen mehr und schreibt dann auch hier in einem anderen Brief, wie das passieren soll. Wir wollen die Nihilisten und die Atheisten wollen wir erstmal gründen, also dieses kommunistische, atheistische System. Und dann wollen wir einen Kataklysmus herbeibringen, ein Krieg und ein Leid, wie es vorher noch nicht gab, so schrecklich. Der Erste und der Zweite Weltkrieg, der war ja genau so. Und am Endeffekt wollen wir den Menschen zeigen, was absoluter Atheismus eigentlich erreichen kann. Ein blutiges Blutbad soll es geben. Und am Ende soll dieser Atheismus und das Christentum gleichzeitig besiegt werden und die reine Doktrine Luzifers mit der Vernichtung des Christentums und des Atheismus gleichzeitig soll herbeigebracht werden. Ist das nicht interessant? Also das schreibt er in 1871. Also diese Mächte sollen sich bekämpfen. Jetzt die Antithese war der Kommunismus mit dem Atheismus und die These war dann das sogenannte Christentum, geführt von Inneren, das auch als Bösewicht endgültig dastehen muss, damit beide das Christentum und der Atheismus eine Blamage sind. Jetzt haben wir eine These und eine Antithese als Blamage und aus diesem System kommt eine Synthese, wo das Christentum lächerlich ist, der Kommunismus lächerlich ist und das neue System nach Regierung wird ein Faschismus sein, aber ohne wahres Christentum. Und zwar, weil das haben sie so schön verbunden mit diesem System. Und dann ist es eigentlich Luzifer, der regiert auf dieser Erde. Also Christus muss eigentlich ganz und gar entfernt werden durch diese Kriege. Darum sagt die Freimaurerei Ordo ab Chao, Ordnung aus Chaos. Sie beherrschen den Chaos. Die Illuminaten, gesteuert durch die Jesuiten, Adam Weishaupt war ja Jesuit, haben dann die Revolution in Amerika erstmal gesteuert. Und aus dieser Revolution hervor werden wir sehen, dass die Regierung in Amerika totale Freimaurerei wurde. Das Volk war aber noch Protestant. Und das dauert etliche Jahre, bis man das Volk so heruntergebracht hat von dem Glauben, dass dieser zentrale luziferische Gottesdienst überhaupt überwinden kann. Aber die Regierung wurde gesteuert von innen. Die Französische Revolution, die Bastille wurde gestürmt, das Königshaus hatte die Jesuiten verbannt, das wird vernichtet, Liberty wird Königin, sie wird Göttin, hier ist die Göttin, Reason, wieder vergessen. Ja, Göttin der Vernunft, ja, danke. Wird gekrönt, die Köpfe der
Königshäuser verschwinden und Maria Antoinette stirbt auch beim Guillotin. Hintenher stecken die Jakobiner Robespierre und Voltaire und Jean-Jacques Rousseau. Voltaire natürlich der Philosoph hinter dieser Revolution, ein Jesuit. Und er stellt sich als Atheist dar. Natürlich ist er kein Atheist, er ist ein Jesuit. Und die These, die er darstellt, die Antithese, die aufgebaut werden soll, er spielt nur eine Rolle. Und aus dieser französischen Revolution kommt das Manifest der Menschenrechte. Jetzt haben sie die Frechheit, um hier ein paar Symbole einzubauen, die wirklich echt toll sind. Erstmal werden die Menschenrechte als zwei Tafeln dargestellt. Das ist im Gegensatz zu Gottes Wort. Eine nähere Betrachtung sehen wir das Auge mit dem Dreieck. Und die Freimaurer sagen ja, es ist das Auge Osiris, Luzifers. Wir haben die Schlange mit dem Mund, Schwanz im Mund, Symbol von vielen Firmen heute, sehr viele Firmen. Und dann den Jakobiner Hut da und dann ein interessantes Ding hier mit so einem Spieß dadurch. Wenn wir es ein bisschen größer machen, dann sehen wir wieder dieses Spieß hier, diesen Spieß hier, das ist ein Bündelstäbe mit einem Spieß durch, manchmal mit Spieß, manchmal mit Achse, mit Beil. Und das ist ein Fascia. Das haben wir schon gestern genannt. Ein Fascia, das heißt, das ist ein faschistisches Denken. Und dann natürlich dieser kleine Hut hier, also Faschismus und dieser Hut, der Jakobiner und die Schlange, die das Leben gibt. Also the Phrygian Cap, der Jakobiner Hut von der Französischen Revolution. Wo kommt der her, dieser Hut? Da brauchen wir nur ein bisschen suchen. Und da werden wir sehen, dass das Mithraismus ist. Und Mithraismus ist eingeweihter Katholizismus. Mithra, der Sonnengott, Lucifer, er besiegt hier den Bullen. Aber dieser Bulle wird besiegt mit unreinen Tieren. Da ist ein Hund, der mithilft, da ist eine Schlange, die mithilft und das Skorpion piekst, naja, gerade da in die Geschlechtsteile hinein. Und so besiegt Mithra den Bullen. Es ist eigentlich ein Symbol des Sieges Satans über Christus. Schrecklich. Und er hat einen Hut auf und wenn wir den von der Seite betrachten, dann sehen wir, dass das dieser Hut Mithras ist der gleiche Hut, den die Französische Revolution gebraucht hat, ist also Mithraismus, eingeweihte Religion, Luziferismus. Eigentlich kann man es nach den Symbolen sehen. Vorher hatte Chores auch so ein Dekret gegeben, aber die Französische Revolution, schrecklich. Es ist interessant, dass in der katholischen Kirche gab es auch einen Kampf. Es gab viele Katholiken. Und ich glaube, heute gibt es noch viele Katholiken. Viele. Und der Herr hat viele gute Menschen in der katholischen Kirche, die unwissend diese Dinge erleben müssen rund um sie. Denn während dieses Kampfes zwischen der Reformation und der katholischen Kirche gab es viele in der katholischen Kirche, auch hohe Würdigkeitsträger in der katholischen Kirche, die glaubten, dass wir die Bibel und die Bibel alleine als Maßstab haben mussten. Es war ein großer Kampf bei dem Konzil zu Trier und das kommt in einem anderen Vortrag, wenn ich sagen, warum der Kampf so auslief, wie er auslief. Das ist eine ganz interessante Sache. Aber da waren Gegner auch in der katholischen Kirche und dieses luziferische System ist immer reifer und reifer und reifer geworden, die innen eingeweihten haben sich selber auch bekämpft in diesem System. Und dann, die Freimaurer mussten dann auch eingreifen, die Jesuiten, und haben das Papsttum, das offizielle Papsttum beendigt, denn das Papsttum hatte die Jesuiten auch verbannt. Stellt euch das mal vor, die hatten ihren eigenen Orden verbannt, abgeschafft. Da gab es Krieg. Und 1798 wurde Papst Pius dann entthront, durch Napoleon
Und das Papsttum empfing eine tödliche Wunde. 1804, der neue Papst sieht, wie Napoleon sich krönt. 1808, Napoleon nimmt die Vatikanstaaten. Und 1848, Mancini greift Rom an. Und Papst Pius ist im Exil. 1850 ist er wieder am Ruder. Und hier wird er gefangen genommen durch Berthier, dem französischen General. Und hier ist ein Zitat von Emmanuel M. Josephson, amerikanischer Physician, Arzt und Historiker. Er sagt, Weishaupt und seine Jesuiten haben das Einkommen des Vatikans abgeschnitten durch die französische Revolution. Und sie haben den Papst ins Gefängnis in Avignon geschmissen. Warum? Weil der Jesuitenorden wiederhergestellt werden musste. Er steht ja für dieses zentrale luziferische System. Dieser jesuitische Krieg gegen den Vatikan, der wurde beendet mit dem Kongress zu Vienna. Und durch das Geheimnis 1822 der Vertrag zu Verona. Und nach diesem Vertrag, dann wurde das jesuitische System wiederhergestellt durch Papst Pius den VII. Durch einen päpstlichen Bull 1814. Das ist das mächtigste Dokument, das ein Papst herausbringen kann. Und es steht geschrieben, wenn irgendeiner je wieder versuchen sollte, den Jesuiten abzuschaffen, dann wird er die Rache des allmächtigen Gottes und des heiligen Petrus und Paulus auf sich herabbringen. Also die Jesuiten sind fest am Ruder, wieder seit dieser Zeit. Napoleon hat natürlich Religionsfreiheit dargestellt und waren alles hohe Freimaurer. Na gut, dann gab es einen Krieg. Einen Krieg mit Russland. Es gab Krieg zwischen verschiedenen Staaten in Europa, es gab Krieg mit England und endgültig durfte das System, der alles dieses herbeibrachte, abgebrochen werden und ein neues staatliches System ohne Könige mit einigen Kaisern, die noch gut waren, noch drin, aber dann mehr demokratisch in all den anderen, vor allem diejenigen, die total protestant regiert wurden. Bei Waterloo gab es dann einen Krieg oder einen Kampf und Napoleon wurde besiegt. Ist interessant, dass auf der einen Seite die Generäle waren Michel Nien und E. von Crouchy. Das waren hochgradige Freimaurer, die Generäle von Napoleon. Auf der anderen Seite dieser Armee gab es den General Blücher und es gab den von Scharnhorst und beide waren hochgradige Freimaurer. Also es waren Freimaurer gegen Freimaurer. Das war ein Spiel hier. Ihr kennt ja vielleicht noch den Ausdruck von Blücher. Ja, die gehen ran wie Blücher an der Katzbach. Kennt ihr den Ausdruck? Naja. Und wer blieb dann übrig? Für den Ersten Weltkrieg, naja, da war der gute Kaiser Wilhelm, Friedrich der Große, der auch vorher da war. Wir sehen sie hier in ihrer vollen Freimaurerloge, natürlich alles Freimaurer. Jetzt sind die Freimaurer total, haben alles im Griff. Aber diese Freimaurer werden beherrscht durch die Jesuiten. In Amerika inzwischen, das Weiße Haus, Amerika wächst als Großmacht. Das Weiße Haus, ach nicht das Weiße Haus, das ist das Kapitol. Das Hauptstaatsgebäude wird hier gebaut und zwar masonically laid. Es ist durch die Freimaurerei gebaut und wird durch die Freimaurerei beherrscht. So sieht das Kapitol aus, obendrauf eine Göttin. Und sie ist auf dem göttlichen Stuhl. Und wir haben da das System dieser Dreieinigkeit der Ägypter, Vater, Mutter, Kind und nicht die Dreieinigkeit, so wie sie in der Bibel ist. Die Straßen Washington werden angelegt, genau nach Freimaurer Symbole. Da haben wir in den Straßen gebaut, den Winkel und das Maß und den Kopf des Bockes
Und die Zahlen, wie die Straßen stehen, wie sie genannt werden, die 13. Straße, hier steht dies Gebäude von den Freimaurern und jenes und so weiter. Und die ganze die Vereinigten Staaten, das ganze System ist aufgebaut auf Freimaurerei. Das Weiße Haus ist auch freimaurerisch entworfen und draußen steht natürlich die große Nadel, das Obelisk, das 555 Fuß hoch ist. Kein Gebäude darf höher sein in Washington als 555 Fuß hoch. Es ist interessant, dass das auch die Telefonnummer ist, die immer gebraucht wird bei am Fernsehen oder in den Filmen. Was ist die Nummer? 555, zack, 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 was auch immer. Und die Enzyklopädie der Freimaurerei sagt, dieses Obelisk steht für den Phallus von Osiris und ganz eindeutig, die Freimaurer haben es gebaut, wir haben ihren Grundstein gesehen, sie sagen uns, was es ist. Es ist also nicht drum zu argumentieren, es ist einfach eine Tatsache. Das Pentagon wird auch gebaut. Pentagon ist der Mittelpunkt des Pentagramms. Die Amerikaner stehen für den gehorsamen Soldat, sie bekommen die Zahl 555 und das europäische System, denn die 1010 sind ja Europa, beherrschen auch Amerika. Amerika soll die Großmacht werden, die Polizei und die Armee, aber diejenigen, die das Ruder haben, sind die 666. Das sind die Innengruppen hier von europäischem, römisch-katholischem Ursprung. Es wird auch ein Geschenk gegeben an Amerika, um diese Freiheit, die sie hier haben, darzustellen. Und da haben wir the Statue of Liberty, Freiheit. Sie hat die Krone Mithras rund um den Kopf. Da ist die Krone Mithras und UNESCO sagt uns genau, dass das ist, was da los ist. UNESCO hat einen Artikel rausgebracht, worin sie sagen, das ist die Krone Mithras und die Flamme ist die Flamme Luzifers. Was auch interessant ist, ist, dass diese Flamme ist auch ein Fascia, ist auch Faschismus. Hier ist der Grundstein für dieses für die Statue of Liberty und er ist auch freimaurerisch gelegt und es ist ein Geschenk der Freimaurerei gewesen. Texmar, towering above the shimmering and polluted waters, sie hält in ihrer Hand das Licht. Und es ist ein Geschenk des Freimaurerordens und der Illuminati. Es wurde gebaut, gebastelt, was auch immer, durch Frederick Bartholdi, ein Mitglied der masonischen Loge Alsace-Lorraine in Paris. Das ganze Ding ist Freimaurerei, es ist ein Symbol der neuen Weltordnung. Gut. 1854 kommt Papst Pius und sagt, Maria ist die unbefleckte Empfängnis. Und der erste Vatikanische Konzil kommt zusammen, ein Dogma der Unfehlbarkeit, 1870 und 1970 Zeit für die russische Revolution. Russland wird Maria geweiht, war ja jetzt ein sogenanntes heidnisches Volk. Können wir schauen mal die Zusammenhänge zwischen der französischen und dieser bolschewischen Revolution. Beide Revolutionen waren gegründet auf Freimaurerschriften, Voltaire und Marx. Beide Revolutionen. Und durch die Jesuiten haben sie, den Kommunismus auf ihren Reduktionen in Paraguay geprüft, vorher und dann eingeführt in Russland. Beide Revolutionen haben die Staatskirche hingerichtet, zunichte gemacht. Denn die Staatskirche in Paris war gegen Jesuitenorden. Und die Dominikaner, die wurden flachgelegt. Beide Revolutionen haben die Monarchie beendet. Das war die Bourbon und die Romanov-Dynastie. Beide haben die Jesuiten gebannt. Verbannt vorher. Beide sind weg. Beide Revolutionen haben Republiken geformt mit absolut monarchistischen Macht.
Das ist interessant. Beide Revolutionen haben den Atheismus als Staatsreligion erklärt. Beide Revolutionen haben einen Reign of Terror gehabt. Beide Revolutionen haben militärische Diktatoren gehabt, die alle Gegenstände vernichteten. Das war ja, wow, wie viele Menschen da umgekommen sind. Und das kommunistische Manifesta bringt eigentlich wieder zurück den Feudalstaat, Feudalism, der Päpste des Mittelalters. Wir sollen also alle wieder runter auf diese Stufe, wo es nur zwei Gruppen gibt auf Erden. Eine hohe, regierende, illuminierte Gruppe und Pöpel, die nichts haben. Der Mittelstand muss verschwinden. Und man merkt ja, wie die Wirtschaften heruntergeschraubt werden, dass der Mittelstand verschwindet. Karl Marx war natürlich ein Mitglied dieser Gruppen. Er gehörte zu den Gruppen, die unter der Führung Weishaupts waren. Also dann wird der Zweite Weltkrieg geplant. Der Erste hatte dann den Zar und sein Reich aufgelöst. Der Atheismus kam hinein und die ganze orthodoxe Kirche wurde unterstellt diesem System. Der Protestantismus in Deutschland, der wurde abgesägt, wurde gen Osten geschenkt und dann Atheismus hinzu. Und heute, wer glaubt denn noch etwas? Keiner glaubt irgendetwas mehr. Und die drei Großen, die damit beteiligt waren bei diesem Krieg, waren der liebe Winston Churchill, der 33 Grad Freimaurer Drude, Winston Churchill, der 33 Grad Freimaurer Roosevelt und der 33 Grad Freimaurer Stalin. Hier steht geschrieben in diesem Zitat, Stalin hat gesagt, vielen Dank für die Hilfe, die ich bekommen habe von den Vereinigten Staaten. Und die Vereinigten Staaten haben 2/3 unserer Industrie aufgebaut. Interessant. Das andere Drittel kam von wo? Von England. Also Amerika und England haben den ganzen bolschewistischen Staat aufgebaut. Mit Militär, allem Möglichen. Und dann gibt's Krieg gegen den Staat, den sie selbst aufgebaut haben. Ist ja alles schön logisch. Ja, wenn ihr noch nicht glaubt von Winston Churchill, da ist Winston Churchill bei seinem Drudenorden. 33 Grad Freimaurer, er ist Luziferier gewesen. Und dann kommt ein Pearl Harbor. Und es wird erzählt, die armen Amerikaner sind überfallen worden, aber nichts da. Die Jesuiten hatten Japan wieder beherrscht, Amerika musste in den Krieg hinein und heute, 50 Jahre des Schweigens sind um, heute ist es Tatsache, es ist allgemein bekannt, die haben genau gewusst, dass sie angegriffen worden und werden und haben nichts gemacht, weil sie es selber geplant haben. Haben sogar den Befehl gegeben, dass alle guten Schiffe raus, nur die alten und die Amerikaner können ruhig in die Luft geblasen werden, das macht ja nichts. Es ist ja Goyim, es ist ja Vieh. Und dann noch Protestanten obendrein, was soll's, putze in die Luft. Und Hitler an der anderen Seite, ja, Hitler hat gesagt, ich habe viel von dem Jesuitenorden gelernt. Da war noch nie so etwas Großartiges auf Erden wie die Hierarchie der katholischen Kirche und ich habe sie in meine Organisation eingeführt. Die SS, das war ja Jesuitenorden im Kleinen. Himmler, der Führer von der SS, hat viel mit den Jesuiten zu tun gehabt, durch seinen Vater, durch seinen Bruder. Und Hitler sagt, ich sehe Himmler als unseren Ignatius Loyola. Und Goebbels, was war der? Der war hochgradiger Freimaurer. Was war Himmler? War hochgradiger Freimaurer. Und das ganze System, das wir hier in Deutschland hatten, und die katholische Kirche natürlich stark dahinter, das sind alles Freimaurerzeichen und luziferische, okkulte Zeichen gewesen. Papsttum, die Prediger, Priester, alle waren sie dahinter. Alle mit Heil Hitler. Der Papst auch, Pius, dahinter.
Und dann hat Hitler natürlich den protestantischen Reichsbischof, den hat er abmurksen lassen und dann diesen angestellt, Ludwig Müller, den er dann nachher angestellt hat, also wahrscheinlich einer von seinen. Und die Symbole, die wir haben, das Kreuz, der Zirkel, das Hakenkreuz, da ist es bei der Theosophie, Blavatsky, Luzifer ist Gott. Luzifer ist der Logos. Luzifer, Satan, ist der einzigste Gott auf dieser Erde, sagt dieses System. Und das ist das gleiche Symbol, das die Nazis gebraucht haben. Da ist das Hakenkreuz unter dem Fuß Buddhas. Es war schon früher gegenwärtig. Und hier ist das berühmte Zitat. Leo Lehmann, der amerikanische Historiker, sagt, dass es der jesuitische Priester Stempfle war und nicht Hitler, der Mein Kampf geschrieben hat. Und diese SS-Orden, wie wir schon gesagt haben, wurde organisiert durch Himmler nach den Prinzipien des jesuitischen Ordens. Und jedes Wort, was ich hier sage, hat ein Zitat, dass niemand sagt, ich sage das. Hier ist das berühmte Zitat in Civilta Catholica, das habe ich schon gestern genannt. Der Mundstück des Jesuitenordens, wo sie sagen, Faschismus ist das Regime, das am nächsten an dem Konzept der katholischen Kirche liegt. Also Faschismus wird das endgültige System der neuen Weltordnung sein. Also müssen wir ein bisschen diesen Faschismus untersuchen. Hier ist das Fascia wieder, von dem wir sprachen. Und ich habe es gestern schon genannt, entweder mit Spieß durch oder mit diesem Beil. Das kam von dem Prätor von Rom und der hat dieses Symbol gebraucht, wenn er akzeptiert wurde als Prokonsul durch die Römer. Und der Papst gebraucht es, dass dieses System stellt er dahin, er wird akzeptiert als Prokonsul, Herrscher der ganzen Welt. Und die Amerikaner haben dieses faschistische Symbol dann auch gebraucht, sehr oft. Hier ist ein Poster von Präsident Grover, Cleveland. Und da sehen wir die Fasciae. Der Igel steht auf den Fasciae. Faschismus wird dargestellt. Das US-Kapitol-Gebäude obendrauf hat Fasciae ringsrum, unter der Kuppel, mit Kranz. Und Kranz war nur da, wenn Rom schon regierte. Und dann natürlich das berühmte House der Representatives in Washington hat Fasciae mit Kranz an beiden Seiten. Und wenn da eine Aussage gemacht wird, dann ist es zwischen zwei Fasciae. Also Amerika soll ein faschistisches System werden. Diese Demokratie, die es da gibt, die soll verschwinden. Haben Sie Münzen gedrückt mit Fascia? Ja, da ist eine alte römische Münze mit Fascia. Hier ist in eine 1916 Dime Münze in Amerika mit Fascia. Und da ist eine goldene Dollarmünze 1936 mit Fascia. Ganz frech. Die Leute wissen ja sowieso nicht, was das ist. Da ist ein Präsident Lincoln bei Fascia, da ist George Washington bei Fascia. Und das Insignia von the National Guard ist zwei Fasciae und natürlich die Flamme von oben. Fragen wir wieder Anthony Sutton, wie das ganze Ding zusammensteckt. Und jetzt wollen wir mal diesen Professor fragen, wie er diese Dinge sieht. America's Secret Establishment, Seite 115. Also dieser Orden, dieser geheime Orden, der gebraucht das hegelische, dialektische System. Synthese, Antithese. Und sie sprechen ja von Konfliktmanagement. Das heißt, sie verursachen Konflikt, Revolution und managen den, bis sie dann endgültig Kontrolle haben und das, die Lösung, die sie suchen, endgültig herbeiführen. Und so haben sie das auch gebraucht im Ersten Weltkrieg und die Nazis. Und haben sie gebraucht bei Nazis, bei der Sowjetunion, Nordkorea, Nordvietnam und. Und immer haben sie beide Seiten gesteuert und in der Hand gehabt.
Die hegelische Politik ist nicht rechts und sie ist nicht links. Sie ist weder These oder Antithese. Sie soll führen zu einer Synthese. Also man kann sie nicht fragen, bist du auf dieser Seite oder auf derjenigen Seite? Präsident Woodrow Wilson hat gesagt, einige der größten oder der wichtigsten Persönlichkeiten in den Vereinigten Staaten in Geld und Manufacturing und so weiter, Produktion, wissen, dass es eine Macht gibt, eine organisierte Macht, so subtil, so vollkommen, so durchspeckt durch allem, dass sie besser nicht drüber sprechen, über ihren Atem. Denn wenn sie das tun würden, wäre da ein Problem für sie. Also die haben das gewusst. Also was heißt es jetzt, wenn wir zwei Parteien haben in Europa, zwei Parteien in Amerika, eine links, eine rechts und dann gibt's eine Wahl. Ich habe früher hier einen Vortrag gegeben mal und habe ich gesagt, die ganze Demokratie ist ein Witz, da haben sich die Leute schrecklich aufgeregt, dass ich sowas sagen darf. Also ich sag's nicht mehr. Ich habe mich entschlossen, ich sag nichts. Ich lasse es einen Hegel sagen. So, lese ich mal vor, was der Hegel sagt. By virtue of this participation, subjective liberty and conceit with their general opinion, individuals can show themselves palpably efficacious and enjoy the satisfaction of feeling themselves to count for something. Was heißt das? Wenn das Volk teilnimmt an diesem Spiel, dann fühlen sie sich gut. Und das ist auch das Einzige, was notwendig ist. Sie müssen sich gut fühlen. Ist das nicht gut? Dann sagt Hegel auch weiter, wenn so ein Gepöpel zufälligerweise was Gutes sagt, naja, dann ist es reiner Zufall und vielleicht können wir es gebrauchen, aber die ganze Demokratie ist eine Schikane. Nicht ich, Hegel. John Dewey sagt, der ist ein Hegel-Anhänger, sagt, Krieg ist der beste Weg, diese Dinge zu erreichen. Denn was muss verschwinden? Egoismus, Individualismus und die Familie. Darüber werden wir noch viel reden. Es kommen schlimme Dinge, die auf uns warten. Dieser Orden in den Vereinigten Staaten, in England, Deutschland, Russland, werden alle gesteuert durch dieses hegelische Prinzip. Und es ist nicht interessant, dass College-Textbücher immer reden von Revolutionen und so weiter, die zufällig entstehen. Aber keiner sagt, wo kommt das Geld her, um diese Revolutionen zu steuern? Eine Revolution hat Geld nötig. Wer hat das Geld immer gebracht? Nie in westlichen Textbüchern wird man finden, dass Revolutionen Geld nötig haben, um überhaupt voranzukommen. America's Secret Establishment sagt, Conflict Creation, also Konflikt zu verursachen, ist der Schlüssel für die neue Weltordnung. Sie haben es gebraucht zwischen dem Marxismus und den Nazis und sie werden es gebrauchen, um die Synthese, eine neue Weltordnung herbeizuführen. Okay, können wir schauen mal, wie das funktionierte. Also da ist der Orden, der regiert hinter den Kulissen. Dann wird eine These gegründet, sagen wir mal marxistisches Russland und eine Antithese Nazi-Deutschland. Die müssen jetzt beide bis an die Zähne aufgebaut werden als Weltmächte. Wer gibt das Geld? An dieser Seite, an der These-Seite, Guarantee Trust Company, Brown Brothers, Harriman, und Ruscom Bank, Guarantee Trust, Soviet Operations. Da kommt das Geld her. Wo kommt das Geld hierher? Guarantee Trust, Union Banking, Harriman Brothers. Interessant. Die gleichen Menschen geben das Geld für beide Gruppen. Jetzt kommt Konflikt. Bolschewik-Revolution, Hitler kommt zur Macht, gibt Krach zwischen den beiden und dann haben wir Synthese. Und was ist das? Post-Weltkrieg II, UNO als erster Schritt zur neuen Weltordnung. Macht das Sinn? Geltlich gesehen 100%. Wer könnte es anders erklären, dass die beiden Mächte durch die gleichen Gruppen finanziert wird.
Und dann kommt der Atomwettlauf und in Russland sterben Millionen Menschen, viele. In 1922 schon waren 1,7 Millionen Tote in Russland. Die meisten waren Priester der griechischen orthodoxen Kirche, Nonnen und so weiter, und dann Lutheraner, Reformchristen, Baptisten, Methodisten und besonders die Mennonitenchristen. Die wurden alle vernichtet. Und dann die Bibel wurde verbannt natürlich, und das System des Atheismus ohne protestantische Gegenwehr gegen das Papsttum wird aufgebaut. Und Ignatius Loyola hat schon gesagt, wir müssen all die Obersten total beherrschen in dieser Welt. Einer von Nixons Speechschreibern war niemand anders als Reverend John McLachlan, und der war Jesuit. Und der hat seine Ansprachen geschrieben für ein Gehalt von $32.000. Hier haben wir den nächsten Präsidenten Ford. Hier ist das Bild, habe ich selber genommen, dieses Bild in der Freimaurerloge, wo er selbst unterschreibt, dass er 33 Grad Freimaurer ist. Also die ganzen Vereinigten Staaten werden durch Freimaurer und hochgradige Freimaurer beherrscht, wie wir gesehen haben, Luziferier nach dem 30. Grad. Und so können wir die ganze Geschichte von Osten nach Westen, die Heilige Allianz, hier Reagan, der den Papst anerkennt, wo er sagt, wir werden hören, wenn du sprichst, und hier ist er beim Papst, ein Signalfoto, ein recht interessantes. Und wie sie planen, wo was passiert. And then in September, Gorbachev proposed a pre-summit meeting in Reykjavik, Iceland. Washington agreed. The astrologer fixed the time and the date of departure, and at 9:45 on October the 9th, Reagan flew to Reykjavik. For instance, if you have very bad Saturn, you should cultivate Jupiter so that... Also wie wurde alles geplant? Durch okkulte Systeme. Sie haben Astrologen herbeigebracht und kanalisierte Informationen. Es gibt auf jedem Kontinent Kanäle, die mit Geistern kommunizieren und dann die Hohen informieren, wie sie was tun müssen. Also wir haben heute gesehen, dass die Diktatoren Freimaurer sind. Sie werden eingestellt aus einem bestimmten Grund. These, Antithese, die Kriege, die Revolutionen. Drei Weltkriege vorher geplant durch die Freimaurerei, der dritte, der Anfang wenigstens, so wie es jetzt stattfindet, ob das genügend ist oder nicht, was bis jetzt passiert ist, das weiß man nicht. Aber genauso wie sie es geplant haben, so kam es. Und Papst Johannes Paulus, Thunder of Justice, das ist der Papst des Geheimnisses, der Papst der Marienerscheinungen, wo sie gesagt hat, das wird er sein. Und die neue Agenda, die himmlische Agenda, the grand design of God, Freimaurersprache, für die neue Weltordnung hat angefangen. Und Papst Johannes Paulus wird auf diese Arena des Millennium-Endspiels ein geopolitischer Gigant sein, ein Riese. Denn er ist the servant of the grand design, Freimaurersprache, für den höchsten Titel. Jetzt, ist es nicht interessant, dass dieses Zitat jetzt gerade erscheint? Gerard Newkirk schreibt, über die letzten beiden Dekaden, vor allem während der Reagan-Jahre und dann auch zuletzt hier mit George W. Bush, die Vereinigten Staaten weniger und weniger wie eine Demokratie aussieht. Das ist ein Zitat. Und mehr wie ein hochentwickeltes faschistisches Tier. Und es hat nicht die Beschränkungen des vorigen Faschismus, den wir hatten, also den hier von Deutschland, es hat nicht diese Beschränkungen.
Und es hat eine Propagandamaschine, wie es die Welt noch nie gesehen hat. Wir haben gesehen am Anfang, die Jesuiten sagen, unser System ist faschistisch. Und was das jetzt eigentlich heißt, ein faschistisches System für die neue Weltordnung, das lässt einen ja die Haare zu Berge stehen, wie das aussehen soll. Und da können wir nur den Papst selber fragen. Sag uns mal, Herr Papst, wie soll das System aussehen? Morgen werde ich euch erzählen, was auf euch wartet. Und ich werde es vorlesen vom Papst selber, damit ihr es seht. Und wenn ihr wissen wollt, wie sich das System so schön anfühlt, dann kommt man nach Südafrika. Wir haben es. Es ist die Hölle auf Erden. Hier haben wir den Papst und George W. Bush unter dem Bild Ignatius Loyola. Und nichts, was die tun, ist Zufall. Und was auch sehr interessant ist, als der Papst nach Jerusalem ging, denn er will ja auch der göttliche Regierer dieser Welt sein, hat er die Frechheit gehabt, sich auf einen Stuhl zu setzen mit einem Kreuz, das verkehrt drum hängt. Als Satanspriester. Da ist noch eins, Kreuz verkehrt drum auf seinem Stuhl. Und sie beteten den Drachen an, welche die Macht dem Tieres gaben. Und sie beteten das Tier an. Wer ist wie das Tier? Wer kann Krieg gegen ihn führen? Keiner. Außer wem? Jesus Christus. Und ich freue mich, dass das System so weit ist. Denn bald kommt Jesus Christus. Und dann wird dieses Leid, diese Heuchlerei, diese Lügensysteme, die werden verschwinden von dieser Erde für ewig. Denn die Bibel sagt, der Stein, Christus, wird das Bild treffen auf den Füßen. Und wird zu Ende bringen alle diese Königreiche und das Reich Gottes, wo es keine Tränen mehr gibt, wo es nur Wahrheit und keine Lüge mehr gibt, wird aufgestellt werden. Ich kann nicht warten auf das System. Ich kann nicht drauf warten. Ich könnte euch Geschichten erzählen von, wie es jetzt aussieht in meinem Land, wo dieses System hundertprozentig eingeführt wird. Dass, wenn man nur drüber redet, die Menschen schlackern mit den Ohren. Es ist unglaublich, was das Papsttum vorhat mit der Welt. Und morgen werde ich es euch vorlesen aus den päpstlichen Enzyklikalen Rerum Novarum, was der neue Papst dazu sagt. Wow, es ist unglaublich. Und danke für Ihre Aufmerksamkeit.